Damen und Herren, wir heißen Sie herzlich willkommen zur ersten offiziellen Debatte der Wahlkampfunterstützer für die US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2012. Die Diskutanten werden mit ihren Anfangsstatements beginnen. Denke ich mal. Zuerst Herr Keks für Präsident Obama und dann Herr Blah für Herausforderer Mitt Romney. Herr Keks, ich darf Sie bitten. Vielen Dank. Ja, wie es in den letzten 4 Jahren lief, wird es auch in den nächsten 4 Jahren laufen. Obama wird Präsident bleiben. Er hat es geschafft, die soziale Gerechtigkeit in den USA auf ein menschliches Level zu bringen. Endlich gibt es ein Gesundheitssystem, in dem die meisten Amerikaner versichert sein können. Und jeder soll heiraten dürfen, wen er will, egal ob Mann oder Frau. Dazu kommt noch, dass die USA viel beliebter jetzt ist durch Obama. Ja, was ist denn noch so? Na, als wäre nicht überall Bomben geworfen, jetzt gibt es keinen Krieg, das finde ich auch dufte und... Naja, Obama steht eben für Diplomatie, auch im Nahen Osten, mit dem Iran. Nicht umsonst ist er der beliebteste Politiker auf der Welt und hat deswegen den Friedensnobelpreis bekommen. Nobelpreis, nicht Nobelpreis. Vielen Dank, Herr Keks. Herr Blah, bitte, für Mitt Romney. Sehr gern. Ich sage, die Schreckensherrschaft der Demokraten wird ein Ende haben. Romney! Obama hat das schöne, traditionelle Amerika zu einem Land gemacht, in dem Leute von ihren hart erarbeiteten Milliarden Geld an Menschen abgeben sollen, die sich nicht mal einen Zahnarztbesuch leisten können? Der Staat soll also Faulheit belohnen. Romney sagt nein. Es geht jedoch um altbekannte gute Werte, harte Arbeit, Moral und ein klassisches Familienbild mit Vater und Mutter. Oder 2 Müttern oder 3, egal. Die Leichtsinnigkeit von Obama, was den internationalen Terror angeht, kann Romney nicht gutheißen. Gefahren müssen erkannt werden und wenn nötig, wird einmarschiert. Es geht nicht darum, sich beliebt zu machen, sondern darum, ein starkes, unabhängiges Amerika zu schaffen, das weiterhin als Vorbild für die Welt dienen kann. Ein starkes Amerika? Mensch, was laberst du da schon wieder? Es geht um gemeinschaftliche Interessen in der Welt. Man kann doch nicht immer einen auf Macker machen und bestimmen wollen. Man braucht einen guten Kontakt zu anderen Ländern, das ist voll Kacke. Ja, hat ja auch super funktioniert. Nee, Amerika muss sich auf sich selbst konzentrieren, die eigene Wirtschaft wieder aufbauen, eigene Rohstoffe verstärkt nutzen und Öl aus Kanada importieren. Unabhängigkeit von der restlichen Welt, sage ich da nur. Die Söhne und Töchter Amerikas müssen wieder eine Zukunft haben. Da ist nicht viel mit Zukunft, wenn man Öl verpulvern will. Erneuerbare und nachhaltige Energie braucht das Land. Und die Reichen können ruhig mal ein bisschen mehr was abgeben. Und man kann noch mehr in die Bildung investieren und nicht immer ins blöde Militär hier. Knall, knall, bum, bum. Counter-Strike. Ja, und dann angreifbar werden für irgendwelche Terroristen, die der freien Welt an den Kragen wollen? Ha, es ist erstmal wichtig, die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. In der Außenpolitik und in der Wirtschaft. Danach kommt alles andere. Genau, zuerst die Mächtigen bespaßen und erst dann die kleinen Leute denken. Typisch Republikaner. Das Volk braucht wieder mehr Mitspracherecht. Und deshalb gewinnt auch Obama, weil er für die Menschen ist und für die Armen. Das ist typisch Sozialist. So wird das nix. Aber Romney gewinnt sowieso. Deswegen bin ich auch die nächsten 2 Wochen übrigens nicht da. Was meinst du? Naja, Romney hat mich zu seiner Wahlparty eingeladen. Und nachdem er gewonnen hat, machen wir noch Urlaub. Genau, diesmal hau ich nämlich ab. Da hast du's. Mein Flieger geht gleich. Tschüss. Ach du Scheiße, das wird doch bestimmt eine Trauerparty, bla. Ey, hau bloß ab. Ist gut. Wir werden ja sehen. Tschüss. Jetzt hau ab. Du brauchst ja nicht so eine Mucke abspielen. Ich bin sowieso nicht traurig. Bin froh, wenn der Affe weg ist.